Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 7. Ich kann schon gar nicht mehr reden. Es ist schlimm mit mir. Ich werde. Als letzten Part haben wir es durch den berühmt-berüchtigten schlafenden Wald geschafft. Und ich bin mal gespannt, was uns hier noch alles so erwartet. Auf jeden Fall eine Menge Gegner. Ich muss mit den Magiepunkten eben auch sparsam umgehen. Aber ich glaube mal, so eine Heilung könnte ich dann mal machen. Deswegen versuche ich jetzt auf die Beschwörungen so gut wie möglich zu verzichten. Vor allem, weil die Gegner eh nicht besonders stark sind. Auch wenn es jetzt bei so 5 natürlich schon nicht schlecht wäre. Claude, ich habe dir nicht befohlen anzugreifen. Das muss an dieser Materia liegen, dass er da immer wieder mal angreift. Ja, Tifa, so ist richtig. Werde ich. Ja, die sehen echt komisch aus, diese Viecher. Diese Stachy-Viecher. Die könnten gut. Landkugelfische. Ach, so heißen die. Nö, keine Ahnung. Wahrscheinlich nicht. Klingt zu langweilig. Aber ich finde, so sehen sie aus. Ja. Tifa, triff mal richtig mit deinem Möchtegern-Kickboxen da. Ja, sie hat es aber ganz schön getroffen. Man muss es jetzt nochmal heilen. Aber der Kampf hat sich sehr gelohnt. So. Regeneration. Ah, das ist das. Stellt HP allmählich wieder her. Okay. Das heißt quasi, dass im Kampf deine HP sich kontinuierlich aufladen. Für einen bestimmten Zeitraum oder die ganze Zeit? Für so und so viele Runden, glaube ich. Ich glaube, ah, okay. Die Regeneration war auf Runden beschränkt. Ah, was haben wir denn hier? Okay. Oh, voll die fancy Musik. Was ist das denn? Auch wieder viele Wege zum Laufen. Ich muss ja alles abklappern. Boah, es gibt ja viel zu viel zu sehen. Kiste plündern. Zauberkapsel, ja, öde, brauche ich nicht. Aber speichern, das kann ich doch mal. Ah, es wurde erwähnt, wo man ist. Vergessene Stadt. So, was heißt denn vergessen? Findet man die nicht bei Google Maps oder was ist los? Also. Ich habe aber neulich was sehr Interessantes gelesen. Google Maps hat Straßen eingebaut, die es nicht gibt. Ach, schön. Aber habe ich erst gedacht, warum macht man denn sowas? Aurora-Armband. Wahrscheinlich nicht absichtlich. Doch, sogar sehr absichtlich. Es hat nämlich den Grund, dass es vor Plagiaten schützen soll. Die Leute, die quasi Google Maps kopieren, die kopieren nämlich einfach alle Daten. Und wenn die dann irgendwelche Fantasieadressen dann reintippen, die es nicht gibt, dann und die dann gefunden werden und kein Error melden, dann weiß Google, das ist Material, was sie von uns geklaut haben. Eigentlich sogar ziemlich schlau, muss man sagen. Ja, wenn es nicht die Funktionalität der Anwendung einschränken würde. Also. Weil ich sage jetzt mal, ich nutze Google Maps als Navi. Also dem Normalen kann das irgendwie nicht passieren. Also es wurde versichert, dass sich keiner da irgendwie an Orte verirrt, die es nicht gibt oder so. Aber ich benutze Google Maps auch gerne als Navi. Also was würde ich ohne Google Maps tun?
Ja, also es geht schon ohne, aber es ist schon sehr praktisch, muss man schon sagen. Ja. Oh, was ist das hier? Wahrscheinlich soll ich da drauf gehen, aber ich will das noch nicht. Ach, egal. Andererseits ist es nicht farblich hervorgehoben. Oh, ja, weil das Spiel möchte, dass du erkundest. Das Ding ist hundertprozentig das Ziel. Ich glaube, ich sollte mich doch noch etwas mehr umsehen. Von Gegnern werde ich hier wohl auch nicht angegriffen. Also habe ich auch meine Ruhe, zumindest bis jetzt. Wo ging es hier nochmal lang? Von hier bin ich gekommen. Das ist zu groß. Das ist einfach zu groß für so eine Perspektive. Sowas ist in einem Ego-Shooter besser. So. Jetzt das Zentrum. Lauf, Cloud, lauf. Ach du Schande. Oh, das sieht aber irgendwie auch wichtig aus. Oh, wie groß das auch ist, da brauche ich ja ewig, um das alles wieder zurückzulaufen. Oh. Was ist das denn? Fisch. Materia Asteroid. Klingt auf jeden Fall schön. Vielleicht möchte die jemand haben. Ich möchte die. Ja, Schwerkraft benutze ich auch nie. Kann eigentlich weg. So. Komet. Das hört sich nach einer guten Fähigkeit an. Ich nehme die einfach mal. Wenn die hier rumfliegt, in so einer vergessenen Stadt, dann muss sie doch kostbar und gut sein. Wie so eine Art versteckte, legendäre Waffe oder so. Wer weiß? Ich hoffe es einfach mal. Aber da hinten kann man ja auch noch lang. Naja, ein bisschen. Cloud, du brauchst irgendwie Inline-Skates oder sowas, damit wir schneller vorwärts kommen. Die Musik ist so wirklich so richtig so, ach, Atlantis, ne, hier war schon keine Sau ewig mehr. Ich bin aber kein Archäologe. Immerhin, die Ausgrabung kann ich mir sparen, hier scheint noch alles da zu sein. Aber immerhin, Kondition hat er unendlich. Ich wäre jetzt schon nicht so lange rennen müsste, ich wäre schon ziemlich kaputt. Ich weiß gar nicht mal, ob ich es überhaupt noch kann. Ich bin seit 5 Jahren nicht mehr wirklich gerannt. Das letzte Mal im Schulsport, wirklich. Schule ist schon eine Weile her. Ein bisschen. Ja. Speedkapsel. Ich bereue es aber nicht, Schule hat mir nicht so gefallen. Nee, gibt's Besseres. Auch wenn es jetzt nicht so schlimm war, aber... Ah. Ja, es hat alles seine Vor- und Nachteile, sagen wir es mal so. Noch eine Kiste. Elixier, ja, kann man immer gebrauchen. Beziehungsweise könnte man... Ah. Oh, da ist ein Bett. Nur Shit Sherlock. Sollen wir uns ausruhen? Ja klar. Falls ihr schlafen könnt in so einer toten Stadt. Ich finde das irgendwie ein bisschen unheimlich. Ich fühle es. Cloud, was ist los? Aerith ist hier. Aerith ist, wäre auch cool. Und Sephiroth auch. Och nee, bitte nicht.
Wie, was? Sephiroth? Woher willst du das wissen? Kein Quatsch, ich fühle es. Dann sollten wir uns beeilen. Alles klar, wir müssen uns beeilen und Aerith finden. Die mit mir kein schönes Date hat. RIP. Also vermute ich jedenfalls. Ich glaube, Aerith kann nicht lieben. Ach, jetzt kann ich da überall nicht lang. Wäre die Sperre auch schon vorher drin gewesen? Das wäre jetzt interessant. Oh Gott, wie groß ist das hier? Kann ich irgendwo hoch? Nee. Es sieht nicht danach aus. Ja, den ganzen Spaß wieder zurücklaufen. Hurra, macht ja so einen Spaß. Ich glaube, hier bin ich schon gewesen. Da ist ihre Stimme. Nee, kommt sie von hier? Das ist jetzt wahrscheinlich. Ist die jetzt dann da hinten, dem Ding? Ich will jetzt nicht alles nochmal rennen. Ich versuche es jetzt mal in der Mitte. Auch wenn dieser eine Kristall da sehr verdächtig war. Ja, Cloud, beeil dich. Aber warum sollte das erst jetzt? Ja. Das ist doch so ein Zeichen von wegen, hier, guck mal, da drin ist dein Ziel. Diese Sonnenstrahlen, das ist doch so typisch Klischee. Oder es ist einfach nur eine Lichtquelle, die in eine Art Ruine fällt. Ja. Der Fisch ist weg. Ah. Ja, bin ich jetzt aus Versehen richtig gelaufen. Ich habe das gar nicht gemerkt. Ich bin stolz auf dich. Danke. Ich kann das gebrauchen. Ja, ich habe noch vorher noch Witze gemacht über Atlantis oder so, aber jetzt sieht das ja fast wirklich so aus. Nein, du bleibst da. Ein Speicherpunkt. Wunderschön. So, der letzte Freie hier wird noch benutzt. Hallo, jemand hier? Ah, diese traurige Mucke schon wieder. Was ist denn los? Wir leben das ein ist einfach nur das Aerith-Theme. Ach, da unten ist sie. Ich finde, wir treiben viel zu viel Aufwand um diese Dame. Ja, wäre ja schlimm, wenn Aerith nicht im Mittelpunkt stehen könnte. Immerhin ist sie vom alten Volk. Mittelpunkt. Aerith? Ja, bleib mal hier. Ich kümmere mich darum. So, den letzten schaffst du auch noch. So. Hey, Süße. Hi. Leg das Schwert weg, es könnte jemand verletzt werden. Aber Cloud, was machst du da? Das ist nicht sehr gentleman-like.
Ich hab doch Cloud. Cloud packt dein Masterschwert wieder weg. Was soll ich machen? Ich kann vor ihr nur irgendwie irgendwas andeuten. Oh, ich kann nicht mehr atmen. Das sieht jetzt irgendwie nicht viel besser aus. Ach, weißt du was? Reib doch noch die Hände drüber. Was ist, ne? Polier dein Schwert. Scheiße. Das sieht auch nicht viel besser aus. Oh. Ja, das ist irgendwie seltsam. Was hat sich denn... Okay, ganz gecheckt habe ich es irgendwie noch nicht. Ja, los, Cloud, zeig mal, was für ein tolles Schwert du hast. Ja, los. Oh, ja. Da drüben ist deine Tante Elfriede. Besorg's ihr kräftig. Gerade frisch vom Waxing. Na, wie ist es denn, ne? Komm, leg los. Wie ich sehe, brauchst du nicht mal blaue Pillen. Ja, so will ich es sehen. Oh, die arme Aerith ist traumatisiert. Ja, ich allerdings auch gleich. Ich könnte es sogar verstehen. Boah, ich kann das noch Stunden weitermachen. Cloud, aufhören! Ah, wozu zwingst du mich? Na, wozu denn wohl? Ach, das ist süß. Ah, so sieht er also aus. Nein. Erev. Das kann auch nicht sein. Keine Angst, das Mädchen geht dem Planeten Energie auf. Wir halten nirgendwo. Nirgendwo wo mehr. Jetzt geht's nach Norden. Das verheißene Land liegt hinter den Schneefeldern. Dort werde ich neu geboren. Dort werde ich eins mit dem Planeten, genau wie das Mädchen. Halt die Klappe! Der Lauf der Natur und der Plan sind egal. Erev ist fort. Er wird nie widersprechen, nie wieder lachen, weinen oder Zorn empfinden. Was ist mit uns? Was sollen wir tun? Was ist mit meinen Schmerzen? Meine Finger kribbeln. Mein Mund ist trocken. Du hast Tetanus. Meine Augen brennen. Was redest denn du da? Hast du etwa Empfindungen? Natürlich, was glaubst du eigentlich? Hör auf traurig zu mimen. Du brauchst auch nicht so wütend tun. Denn, Cloud, du bist
gerade irgendjemand Erde? Ich glaube schon. Tifa, du vielleicht? Ja, Beben 2. In der Analyse stand, der ist schwach gegen Erde. Ich kann gerade nichts sagen, sorry. Cloud, eine Gruppenheilung. Ja, shit, links. Wiederbeleben. Kann Barret, glaube ich. Wo ist es? Nee. Nee, dann war das Tifa, die das konnte. Dann benutzt eine Phönixfeder. Erstmal heile ich die beiden. Ah, hätte ich mir sparen können. Mann, ich heule hier. Ich habe keinen Bock zu kämpfen hier. Du benutzt mit Barret noch schnell eine Phönixfeder. Wir haben schon eine Frau verloren, jetzt nicht du auch noch, so. Und dann kannst du noch mal heilen. Oh, nee. Und mit Cloud schnell hinterher heilen. Schnell. Oh, ja, okay, so geht's auch. Jetzt habe ich aus Versehen. Nee, der hat angegriffen. Ja, für alle ein Level up und alles stärker geworden, das ist schön, aber es steht unter keinem schönen Stern, das Ganze überhaupt nicht. Du bist eine Marionette. Ich eine Marionette? Thank you.
Jetzt mal alle gut zu. Ich bin Cloud, Ex-Soldier aus Nibelheim. Ich will mit Sephiroth abrechnen. Was soll das? Ich bin freiwillig hier, zumindest dachte ich das. Allerdings, um die Wahrheit zu sagen, habe ich Angst um mir selbst. Ich verstehe mein Verhalten oft selbst nicht. Zum Beispiel, als ich Sephiroth die schwarze Materie gab. Hätte er mich nicht abgehalten, wäre er womöglich... Da ist etwas in mir, ein anderes Ich. Darum sollte ich diese Reise beenden, bevor ich etwas Furchtbares tue. Egal, ich bin dabei. Er hat vor 5 Jahren mein Dorf zerstört, Elf getötet und jetzt will er den Planeten zerstören. Das verzeih ich dir nie, Sephiroth. Ich gebe nicht auf. Tut ihr mir einen Gefallen? Kommt ihr mit? Damit ich keine Dummheiten mache. Weiß nicht, Mann. Ich weiß nicht, wie Elf den Planeten vor dem Meteor retten wollte. Und ich glaube, wir werden es niemals erfahren. Aber... Wir gibt noch eine Chance. Wir müssen uns die schwarze Materie zurückholen, bevor Sephiroth sie benutzt. Los geht's. Ende von Teil 1. Spiel an dieser Stelle auf der Festplatte sichern, ja. Ja, Leute. Ich kann nichts mehr zu sagen. Ich kann kaum reden. Das war sehr emotional. Das ist mir, glaube ich, noch nie passiert in einem Let's Play. Das ist echt krass. Ich bin ausgerastet. Ich bin auch wie auf Meth rumgefahren, aber ich hab noch nie geweint. Das ist wirklich heftig. Ich glaube, meine Partner ging es ganz ähnlich. Ich wusste das ja sogar. Ich wusste ja, was passiert. Ist ja nicht so, als spiele ich das erste Mal. Ich habe es irgendwie geahnt, dass es passiert. Aber ich hätte nicht gedacht, dass es jetzt schon passiert. Das hier ist Ende von Teil 1. Ich wollte es bis hierhin spielen. Deswegen würde ich sagen, beende ich jetzt, glaube ich, auch hier erstmal. Ich denke mal, dass es hier nicht weitergehen wird. Wir haben einige Parts aufgenommen. Es hat mir wirklich Spaß gemacht, dieses Spiel zu spielen. Den Rest werde ich wahrscheinlich für mich selber spielen, weil es ansonsten einfach zu lange wäre als Projekt. Aber ihr seht ja, dass es sehr emotional werden kann. Es war wirklich krass. War wirklich was anderes und ich bin sehr gespannt, wie es für mich weitergeht. Ja, ich speichere das mal hier. 7 ist richtig. Und ja. So, hier endet es. Vielleicht aber auch nicht, ich weiß es nicht. Aber ich denke mal, hier endet es. Ich hoffe, ihr seht euch auch die anderen Projekte an. Ihr hattet viel Spaß dabei. Bis zum nächsten Mal. Ciao.